So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Und zwar zu einem Was ist die Filiasson-Saga Teil 1. Ich werde da mehrere Teile für benutzen, denn das liegt einfach daran, dass diese Kampagne mit über 300 Seiten ziemlich lang ist, zumindest in der neuesten Auflage. Da werde ich das dann einfach in mehrere Videos aufteilen und dann verschiedene Parts hochladen. Ich werde hier auch spoilern. Diese Kampagne ist mittlerweile über 25 Jahre alt. Sie hat viele Spieler gesehen, sie hat viele Spielleiter gesehen. Aber sie ist natürlich neben den ganzen anderen großen Kampagnen eine derjenigen, die immer noch gespielt wird nach all den Jahren, weil sie unglaublich gut ist, zumindest nach meiner Einschätzung. Ich mag sie, weil man Aventurien kennenlernt. Und zwar alles von Aventurien. Man kommt vom hohen Norden, man bereist die Westküste, die Ostküste, die Südküste, beziehungsweise kann dann da in der Kurve noch ein bisschen rumlaufen. Sie ist in meinen Augen eine perfekte Kampagne zum Kennenlernen von Aventurien und ich mag sie sehr, sehr gerne. Kann ich dieses Abenteuer dann noch spielen, wenn ich dieses Video gesehen habe? Ja, in meinen Augen schon. Wie gesagt, es wird gespoilert werden. Ich werde große Teile dieser Kampagne dann offenlegen, sofern es mir das in einer Zusammenfassung denn möglich ist. Aber das Ziel ist eben diese Reise, das Kennenlernen von Aventurien und nicht unbedingt dann diesen, ja, Metaplot dann zu durchschauen. Also den werde ich natürlich auch mitunter verraten und auch erzählen, worum es geht. Das so als kleines Vorwort, aber auch Spieler können sich dieses Video ansehen. Sie werden ungefähr grob wissen, wo es hingeht dann danach, aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass man auf dieser Reise Filiasson begleitet, dass man die NPCs kennenlernt, die Gegner, die Freunde, dass man seinen Charakter spielt. Und in meinen Augen ist es nicht weiter wild, wenn man schon weiß, worum es geht, wenn man diese verschiedenen Abschnitte der Reise kennt. Man kann es also auch als Spieler gucken. Das als kleiner Disclaimer vorweg. Worum soll es nun bei Filiasson gehen? Wie gesagt, es sind 12 Abenteuer und ich werde jetzt die ersten drei davon vorstellen: Gen Norden, der Himmelsturm und der Unglückswolf. In den Romanen bisher sind 6 erschienen. Wir sind aktuell bei dem 6. Buch, dem Totenmeer. Geht es natürlich auch so ein bisschen darum, was dann passiert ist. Also auch das ein Spoiler zu den Büchern. Aber ihr könnt euch trotzdem diese Bücher durchlesen, denn der eigentliche Spaß entsteht dann beim Lesen bzw. beim Spielen, unabhängig davon, ob man den Metaplot kennt. Wir beginnen die Reise in Torvald und zwar im Jahre 1007, also ja relativ frühzeitig, 1007 nach Bosbarans Fall, beginnt das alles in Torvald. Ja, die Charaktere können sich aus verschiedensten Gründen dort einfinden. Unter anderem gibt es dort ein Magierkonvent bzw. die Hesinde-Dispute und das kann eben auch ein Grund sein, warum dann Zauberkundige dort eintreffen. Man müsste sich für jeden einzelnen Charakter nochmal ein bisschen überlegen, wie er jetzt dahin kommt. Man sollte dann diese Kampagne dort beginnen lassen oder man kann natürlich auch schon im Vorfeld irgendwelche Kampagne dort spielen lassen. Es kommt dann zu den Festlichkeiten, zu diesen Hesindespielen, kommt es dann dazu, dass später am Abend der Torvaler Asleif Filiasson, der Fockwulf, sich mit seinem ja, Kontrahenten so ein bisschen in die Wolle bekommt, ein bisschen streitet, man hat ein bisschen zu viel Bier getrunken. Und es geht dann darum, wer ist der größte Seefahrer bisher aller Zeiten. Und da wettert man natürlich so ein bisschen, erzählt sich dann ein paar Lügengeschichten. Das ist bei den Torvalern ja sowieso gang und gäbe, dass man dann von irgendwelchen Märchen erzählt, dass man auf einer Seeschlange geritten ist. Naja, gut, Asleif und auch Beorn behaupten beide, dass sie schon im Güldenland waren, im sagenumwobenen Myranor und dort dann ja, Kontakt hatte mit den Ur-Torvalern, den Hjaldingern, die dann schon vor 2700 Jahren hier rübergekommen sind und dann eigentlich mitunter als erstes hier in Aventurien waren. Ja, also zumindest wird dann so ein bisschen gewettert, wer ist der größte Kapitän und das endet einfach darin, dass ein Schiedsrichter sagt, hört euch auf zu streiten, ihr klärt das und zwar in einer Wettfahrt. Ihr werdet in 80 Tagen um die Welt reisen und dann verschiedene göttergefällige Aufgaben übernehmen. Ja, und das lassen sich nicht zweimal sagen, kurieren dann so ein bisschen ihre Bierlaune aus und sollen dann eine Mannschaft zusammenstellen. Das wird so ein ganzes bisschen spezifiziert,
Denn sie dürfen ihre alte Mannschaft nicht mitnehmen. Das sind natürlich erfahrene Kapitäne und hatten bereits ja, eine eigene Otter. Die dürfen sie aber nicht nehmen. Sie müssen neue Leute rekrutieren. Und da bietet es sich natürlich an, im Verlaufe dieses Wettstreites, dass man dann auch die Helden rekrutiert. Beorn wird so ein bisschen als Unsympath vorgestellt und soll eigentlich nicht als Kapitän, als möglicher Kapitän dienen. Die Helden sollen sich tatsächlich Filiasson anschließen. Kurz der Hinweis: In 80 Tagen um die Welt, das erinnert natürlich unglaublich dann an den Roman von Jules Verne, Phileas Fogg, also die Namensgebung Filiasson und auch der Fogg Wolf bzw. Phileas Fogg. Also das ist natürlich hier ganz klar diese Analogie zu der realen Welt bzw. zu diesem Schriftstück, was dann Jules Verne geschrieben hat. Beiden Kapitänen wird, nachdem sie eine Mannschaft rekrutiert haben, ein Schiedsrichter mitgegeben, der dann auch kontrolliert, dass sie diese Aufgaben tatsächlich abgeschlossen haben, in Form einer Traviergeweihten. Diese wird dann also auch noch weiter mitgegeben und so geht es dann zu einer ersten Aufgabe. Und zwar sollen sie aufgrund einer Prophezeiung, aufgrund einer Vision, sollen sie ins Yeti-Land aufbrechen. Also in den Norden, in den hohen Norden. Und ja, nachdem sie dann ihre Mannschaft gesammelt haben, fahren sie los. Viljasa macht das so ein bisschen ruhiger und Beorn fährt dann echt schnell in Richtung Norden mit aller Geschwindigkeit, die er aufbieten kann. Ja, Filiasson weiß natürlich, in 80 Tagen, da macht es keinen Sinn, wenn ich das so schnell wie möglich mache, sondern das ist natürlich kein Sprint, den man dann gewinnen muss, sondern ein Marathon in Anführungsstrichen. Dann kommt es bei Ulport zu einem großen Sturm, sodass Iliasson ein bisschen dazu gezwungen ist, seine Otter zu reparieren, sein Schiff, was er da hat. Man kann da so ein bisschen auch Ulport kennenlernen. Das könnt ihr dann hier im Norden erkennen. Die Zeit kann dann Beorn benutzen, um selber ein paar Meilen weiterzumachen in den Vorsprung. Es sind aber auch nur ein paar Tage, die dann Aslife dort verliert. Ja, nachdem sie ihr Schiff repariert haben, geht es dann über Svafnirast weiter nach Norden, in den Iffern-Ozean, den Golf von Riva. Da kümmern sie sich wenig darum. Es gibt noch ein paar schöne und nette Begegnungen mit Walen, Walschulen bzw. anderen netten Kleinigkeiten, wie man dann diese Torwale charakterisieren kann, wie man sie kennenlernen kann, dass dann der Mannschaft Leben eingehaucht wird. Ja, und wenn sie dann an den Firnklippen vorbeigefahren sind, an den Nebelzinnen, kommen sie zur Fironstraße im Yetiland. Dort bekommen sie dann gesagt, ja, legt erstmal an. Sie finden dort ein paar Eissegler und die könnt ihr euch dann hier einmal ansehen. Ich wechsle einfach mal von der Aventurienkarte in diese Karten aus dem Abenteuer. Also hier sind dann diese Eissegler und mit denen können sie dann weiter in Richtung Norden fahren. Ja, fahren dann so in das Yeti-Land, müssen da dann einen Mammut finden. Das ist die Aufgabe, die sie bekommen, können dann nach Mammut suchen. Sie werden dann von den Torwartern auch Kopfschwänzler genannt, also der Rüssel, der sie daneben klassifiziert, weil man Mammuts so nicht kennt. Man kennt in Torwald keine Elefanten oder Mammuts. Sie werden einfach Kopfschwänzler genannt. Der soll gefangen werden, das ist die erste Aufgabe. Und wer ihn als erstes fängt und dann nach Süden Richtung Torwald bringt, der hat dieses Wettrennen gewonnen. Hier kommt es dann zur ersten Begegnung und zwar mit den Eisigeln. Ihr könnt sie dann hier schon auf der Karte angedeutet erkennen. Eisigelkolonie. Ja, die kann man dann auch hier erkennen. Was sind denn Eisigel? Ja, das sind eigentlich große, tatsächlich Igel, stachelige Eispickel, die dann überall herumstehen und niemand weiß genau, was das ist. Hat man vorher noch nie genau gesehen und dabei kann es dann zu Explosionen kommen, denn wenn man sie dann umfährt, das sind eigentlich sowas wie Eisminen, Seeminen, die dann oben offen rumliegen. Wenn man dann mit seinem Eissegel dagegen fährt, dann explodieren die und reißen alle in den Tod. Ja, ist ganz interessant, wie ich finde. Die sind erschaffen worden von einer Elfe, von einer Hochelfe namens Pardonna, die hier zum ersten Mal dann eingeführt wird. Die wurden dort zu Forschungszwecken von ihr erschaffen und dort einfach mal hingelegt. Die verbreiten sich auch so ein bisschen. Das sind, man kann fast sagen, Lebewesen, also lebende Seeminen, die auf dem Eis herumliegen. Das ist eben so ein kleiner fantastischer Aspekt. Kann man dann drumherum fahren, man kann dann an verschiedenen Lagern halten. Man kann hier schon sehen, verlassenes Lager von Beorn. Also er ist schon, wie gesagt, durch diesen Sturm hat er einen kleinen Vorteil, ist dann also schon im Vorfeld dort gewesen und man kann dann diese verlassenen Lager von Beorn dann sehen, kann da dann selber auch Rast machen
und folgt dann seinen Spuren, bis man dann zu den Yetis gelangt. Ja, das sind tatsächlich dann Yetis, die hier im ewigen Eis leben. Sie werden auch als Eisschrate bezeichnet. Und das sind kulturschaffende Wesen, sind also keine Tiere, sondern mit denen kann man sich sogar unterhalten. Und die bringen einen dann, wenn man dann im Dorf der Yetis angelangt ist und so ein bisschen dann friedlich mit denen verhandelt hat, kann man dann mit denen durch eine Höhle in das Tal der Donnerwanderer gelangen. Da ist es unglaublich warm, obwohl wir eigentlich im tiefsten Norden sind. Die Höhle kann ich euch hier einfach mal zeigen. Also hier können wir dann so ein Yeti erkennen und dahinter, okay, das ist jetzt alles schwarz-weiß, aber das ist ein sehr fruchtbares Tal. In der Mitte haben wir dann einen großen See und dann drumherum dann in Anführungsstrichen Urwald. Und dort findet man dann diese Mammuts. Dann ist natürlich eine Aufgabe, wie schaffe ich es mit 15, 16, vielleicht 20 Torwalern, wie schaffe ich es, dass ich einen Mammut vom Norden nach Torval bringe, ohne dass ich ihn töte? Denn naja, einen Yeti zu töten ist die eine Sache, aber einen lebenden Yeti dann in Richtung Süden nach Torval zu bringen, das ist eine ganz andere Sache und da müsste man sich dann ja was einfallen lassen. Wie die Helden das dann lösen, ja, das ist jetzt kein Spoiler. Da muss sich jede Gruppe irgendwas Eigenes einfallen lassen, ob man den dann versteinert mit einem Paralys. Oder ob man den dann abrichtet und zähmt, das ist dann wieder, ja, eine Sache, da muss sich jede Gruppe selber drauf verständigen, wie man das am schlausten macht. Aber deren Ziel ist es dann eben, in diesem Urwald dieses Mammut lebend zu fangen und nach Süden zu bringen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier im Yeti-Land und müssen dann wieder zurück nach Torvald. Das sind also viele, viele hundert Meilen. Wird hier im Buch aber auch gar nicht mehr thematisiert. Wenn man dieses Mammut aus der Höhle in Richtung dieses Yeti-Dorfes gebracht hat, dann trennt sich die Mannschaft von Filiason auf in zwei Teile. Die eine bringt dann automatisch diesen Yeti in Richtung Süden und die anderen verbleiben dort. Ja, wer sind die anderen? Die anderen sind natürlich Filiason, die Helden und Anzahl NPCs, die man noch irgendwie braucht. Denn es gibt, nachdem sie diese erste Prüfung gemeistert haben, eine zweite Prüfung, die direkt dann hier anschließt. Eine weitere Prophezeiung, die dann die Helden bzw. die Travia-Geweihte ereilt. Daher trennt sich hier dann die Gruppe auf. Wie gesagt, die einen ziehen nach Süden, die anderen bleiben erstmal hier und hören sich dann eine Prophezeiung an, in der es darum geht: Reist nach Norden und beseht euch den Himmelsturm. Geht auf die Suche nach dem Himmelsturm, wo keiner genau weiß, was das ist. In dem Dorf der Yetis gibt es noch eine weitere Elfe, die dann hier anzutreffen ist, mit der man sich auch ein bisschen unterhalten kann, wenn man dann Elfisch versteht. Und die kann einem noch ein paar weitere Informationen geben. Ja, wir sind hier noch nicht am Ende der Welt angekommen, auch wenn die Aventurienkarte hier irgendwo aufhört. Aber alles, was hier weiter im Norden ist, ist dann ewiges Eis. Und da kann man mit den Eisseglern weiter rumfahren. Und ich habe jetzt hier einfach mal diesen Punkt dahin gezogen. Es ist allerdings noch weiter im Norden. Also das ist dann alles weiß und alles eisig. Und da sollen sie dann hinfahren mit den Eissegnern. Da gibt es dann keine Tiere mehr, da gibt es gar nichts mehr. Nur noch das ewige Eis. Ja, und so machen sich Viliasson und seine Gruppe auf und können dann verschiedene Stationen dann sehen. Es gibt dann einen großen Berg, der da herausragt. Da kann man so ein bisschen was über die vier Elfengötter lernen. Möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht klassifizieren, wer sich über die Elfengötter informieren möchte. Es gibt da natürlich noch Unterschiede zwischen Lichtelfen, Firnelfen, Hochelfen. Jeder hat irgendwie seine eigenen Götter und glaubt daran oder nicht. Also die einen gehen ins Licht und die anderen wollen eben nicht mehr ins Licht gehen. Wer sich darüber informieren will, lest euch die Elfenbücher an. Aber hier kann man dann mit seiner Gruppe ein bisschen was über diese vier Elfengötter lernen. Und man kann sich dann eine Grabstätte ansehen und da dann so ein bisschen was lernen. Die Grabstätte fand ich unglaublich interessant, denn was mich damals fasziniert daran hat, ist ein Bild, ein Wandgemälde, was sich weiter fortschreibt. Man kann dann also an diesem Wandgemälde sich entlang tasten und hangeln und kann dann so ein bisschen versuchen, diese Geschichte nachzuvollziehen. Was ist vor 5000, was ist vor 6000 Jahren passiert damals? Als diese Hochelfen sich dann langsam zu diesen Firnelfen umgewandelt haben, wie sie dann von Pyrdakor und von Pardorna versucht worden sind, vom Namenlosen. Wenn man dann an diesem Wandgemälde entlang geht und das so alles ein bisschen nachvollziehen kann, dann wird man selber mit seiner Gruppe in dieses Wandgemälde eingearbeitet.
Denn während sie da lang gehen und das Gemälde ist dann fast zu Ende, ja, wird man selber dann ein Teil dieses Wandgemäldes. Man kann sich da also selbst entdecken, wie man dann vor diesem Grabmal steht, und man wird selbst zu einem Stück der Geschichte. Das ist unglaublich spannend und hat mich unglaublich fasziniert zurückgelassen. Wenn Sie von diesem Grabmal weiter nach Norden gehen, einem Leitstrahl folgend, dann können Sie den Himmelsturm erreichen. Den habe ich euch hier einfach mal eingezeichnet, beziehungsweise habt ihr euch das Handout hier gegeben. Sie sind, wie gesagt, unterwegs mit ja, den Seglern, den Eisseglern von den Elfen. Wir können hier unten einfach mal als Größenvergleich uns den ansehen. Aber wenn Sie auf diesen Himmelsturm zufahren, schweben Sie in der Luft auf einer magischen Himmelsstraße und erreichen dann diesen Himmelsturm nicht auf Erdbodenhöhe, sondern fliegen dann, wie gesagt, einen Weg nach oben. Über die Luft gleiten sie dann dahin und erreichen dann diesen Himmelsturm von oben und müssen dann nach unten steigen. Sie können sich natürlich auch nochmal die Spitze ansehen, da wo dieses Leuchtfeuer dann beginnt. Und können dann sich nach und nach durch die Passagen nach unten graben, verschiedene ja, Baumeistergilden der Elfen ansehen, irgendwelche Holzschnitzer, die Flötenspieler, dann, ja, so je nachdem, welchen Berufsstandard diese Hochelfen damals hatten, können sie sich für jeden Stockwerk, können sie einen Teil dieser 5000 Jahre alten Geschichte dann aufklären. Es ist also in diesem Abenteuer sehr viel Entdeckung, man lernt sehr viel über die Elfen, man kann sich alte Bibliotheken ansehen, Räume mit irgendwelchen mysteriösen Fischen darin. Man findet den Palast der Schiffsbauer, also diejenigen, die diese Eissegler dann gebaut haben, den Palast der Brüder. Was sind denn die Brüder? Ja, es geht hier um Prometheon und Emetiel, also diejenigen, die dann diesen Palast gebaut haben. Das waren zwei elfische Brüder, die sich dann entzweit haben. Man lernt also ein bisschen was darum, dann wie Padonna in das Leben dieser Hochelfen getreten ist. Und ja, Padonna, das war diejenige mit den Eisigeln, die wir da dann schon so ein bisschen kennengelernt haben. Dieser so, ja, Forscherdrang, eine Elfe, die so ein bisschen merkwürdig ist. Und die hat jetzt diese beiden Brüder entzweit, und da kann man dann in einer Vision, kann man dann miterleben, wie, ja, Ometeon und Emetiel von ihr verraten werden. Und man sieht dann eben auch wieder in Visionen, wie dann Geister von Padonna dann ja, herumschweben und es dann zu einem Dolchstoß kommt. Ja, man kann weiter nach unten gehen, Palast der Glasbläser, Instrumentenbauer. Wie gesagt, wir brauchen dann auch Flöten und Harfen und so weiter. Also all das, was diese Elfen dann speziell macht. Es kann dabei auch zu Patrouillen kommen, denn dieser Palast, der seit 5000 Jahren existiert, ist nicht ganz leer. Man sieht sehr wenig lebende Elfen, aber es gibt dann je nach Lust und Laune des Spielleiters kann es dann zu einer Begegnung mit Chakagra kommen, mit Nachtalben, also verdrehten Elfen, die dann dem Namenlosen anheimgefallen sind, die einfach schlicht böse sind. Es kann aber auch zu Chimären kommen, die da rumlaufen. Wir hatten das bei uns im Abenteuer nicht gemacht, aber es wäre möglich. Also laufen Sie so ein bisschen von oben nach unten und entdecken dann auch einen Keller. Wie es in diesem Keller weitergeht, die Karte, hier können Sie sehen, ich habe sie am Erdboden abgeschnitten, da geht es noch weiter. Was sich im Keller dieses Himmelsturms befindet, das werde ich an dieser Stelle nicht verraten, aber das Abenteuer endet dann, wie gesagt, damit, dass man diesen Himmelsturm erkundet, dass man sich den Hafen ansieht, die Bibliothek und die Kellergewölbe. Ja, wenn wir damit fertig sind, bekommen wir eine neue Vision, und zwar, ja, reist mal in Richtung Süden. Das tun wir dann auch. Wir fliehen aus dem Himmelsturm. Warum wir fliehen, lasse ich an der Stelle offen. Spielt es, leitet es. Wir reisen nach Süden in Richtung Riva. Und dort, wir sind eigentlich so ein bisschen nach dieser Prophezeiung auf der Suche nach einer güldenen Elfenharfe, nach dem Sang einer verlorenen Geschichte. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht genau, aber wir gehen einfach mal in Richtung Süden, nach Riva und dort dann an Land. Hier kommt es dann auch zu einer Begegnung mit zwei Ärzten, mehr oder weniger Ärzte. Der eine mehr Anatom, der andere mehr Geweihter und intuitiv. Also einer, der eher mit Klugheit agiert, der andere intuitiv, wie gesagt. Ja, den beiden schließen wir uns an. Wir bekommen nämlich mit, dass es sowas wie eine Seuche gibt hier in diesen Landen, die seit einiger Zeit grassiert, und zwar die Zorganpocken.
die von dem Namenlosen ins Leben gerufen worden sind, wenn man so mag. Und die befällt vor allem die Wesen. Warum genau die Wesen betroffen sind, werde ich an dieser Stelle auch nicht verraten. Ja, wir sind so ein bisschen weitergereist und hinter Gerasim kommt es dann zu einer Begegnung. Unter anderem kennen wir eben auch diese Goblins, die alle sehr krank geworden sind. Die sind also auch betroffen von den Zorgernpocken, sterben dann sehr jämmerlich und wir finden ein paar Nivesen, die allerdings alle sehr, sehr krank geworden sind, die Sairan Hocke. Also eine Gruppe, die hier dann sich um Karene kümmert und gerade ihr Lager aufgeschlagen haben. Die wollen demnächst dann wieder aufbrechen, aber zurzeit sind sie einfach noch zu geschwächt von diesen Pocken und die Helden gemeinsam mit diesem Anatom, Baraculus und dem Geweihten müssen dann versuchen, diese Zorgernpocken zu beseitigen, sprich, dass man den mit seiner Heilkunde beisteht. Wie genau man diese Zorgernpocken dann versucht aufzuhalten, ohne dass man sich selbst ansteckt, ist dann auch wieder Aufgabe der Helden. Auch das kann und will ich hier nicht spoilern, weil es dann für jede Gruppe andere Möglichkeiten gibt. Fakt ist, irgendwie wird man das höchstwahrscheinlich schaffen, weil man eben Held ist und diesen Sairan-Hocke helfen. Danach sind sie wieder gesund und man kann sie dann begleiten in Richtung zunächst Norburg. Ihr könnt das dann auf der Karte schon sehen. Eigentlich wollen sie noch weiter in Richtung Süden, nach Festum, denn dort bekommt man wohl mitunter die besten Preise für ihre Karene, die dann da verkauft werden. Ja, man schließt sich also dieser ganz großen Gruppe an und kann dann hinter Norburg in den Bornwald vordringen, denn dort verschwinden einige Karene. Die laufen da rein und kommen ein paar Stunden später als vollgefressene, dicke Karene wieder zurück. Und da will man dem so ein ganz bisschen auf den Grund gehen. Warum ist das so? Warum laufen die da rein und kommen dann dick und fett wieder raus? Wenn man das tut, kann man entdecken, dass es sich im Bornwald gibt es eine globulenähnliche Sphäre. Da vergeht die Zeit ein bisschen langsamer und dort trifft man dann auf das Ende der Prophezeiung. Denn Shaya, die Travia-Geweihte, hatte ja mitbekommen, dass wir auf der Suche nach einer güldenen Elfenharfe sind und dem Sang der verlorenen Geschichte in einem tiefen Albenwald. Und genau das gibt es dann dort. Wie gesagt, der Bornwald ist eine kleine Globule, in dem befindet sich dann eine Elfin. Die Helden können dann auf Niam Golta oder Niam Biangala treffen, die dann den Helden und auch Filiasson, wenn er dann dabei ist, können dann erzählen, was sich hinter Pardona verbirgt. Die offenen Fragen aus dem Himmelsturm können beantwortet werden, wenn man nicht genau verstanden hat, was dort damals passiert ist durch diese Vision, wenn man irgendwelche Räume übersprungen hat. Da können dann nochmal Fragen gestellt werden, denn diese Elfe ist tatsächlich dann mehrere tausend Jahre alt. Wer dann Fragen zu der Geschichte der Elfen hat, der kann sie da bitte stellen. Es geht dann wieder so ein bisschen um den König Fenvarien, ein Elfenkönig. Es geht um die Welt hinter den Nebeln, was auch immer das ist. Das werden wir uns dann später noch einmal ansehen, was die Welt hinter den Nebeln ist. Das ist dann in der fortlaufenden Kampagne wird das noch einmal beantwortet. Es geht um die Ruinen von Tir Shiana. Eine versunkene Stadt in der Wüste. Zumindest werden wir hier dann belohnt mit einer weiteren Geschichte und die Prophezeiung von Shaya endet hier. Es ist also die dritte Aufgabe, die dann hier überwunden worden ist und Shaya belohnt uns an dieser Stelle mit einer weiteren Prophezeiung. Wie es dann weitergeht auf der Spur des Wolfes, das erkläre ich dann in einem weiteren Video. Denn an dieser Stelle würde ich einfach mal diese Reise hier abschließen und wir befinden uns zurzeit im Bornwald, wollen grob in Richtung Festum nach Valusa. Das wird dann später unser Ziel werden. Wie gesagt, sowas wie die Schwarzen Lande, die wir hier dann im Süden in Tobrien hier erkennen können mit Yol'Gurmak, das gibt es noch nicht. Wir sind ja im Jahr 1007, die Schwarzen Lande existieren erst 1021, erst da werden die dann ins Leben gerufen. Das heißt, noch können wir uns hier sehr unbeschwert bewegen. Aber wir werden dann, das kann ich schon mal verraten, von Valusa aus erstmal nach, in diesem Punkt, Ysilia aufbrechen, später dann wieder über Mendena in die Tobrische See und dann richtig auf Hayak gehen. Der Teil der Kampagne hat mir dann mit am meisten gefallen, sprich dann der Teil, wenn wir in Richtung Süden aufbrechen, in Richtung Tobrischer See, Maraskan, das wird richtig spannend.
Und das gucken wir uns dann, wie gesagt, in einem weiteren Video an. Wir enden jetzt im Bornwald bei der Hochelfe Niam Goldhar. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.